Heute möchte ich euch erklären, wie ihr aus einem Trial im Gruppenspiel mehrere Greater Rifts farmen könnt. Wir wollen die Zeit, die wir in Greater Rifts verbringen, maximieren. Das hat folgende Gründe. Erstens, wir machen am meisten Erfahrung in Greater Rifts. Das wissen ja vielleicht die meisten. Zweitens, wir finden die meisten Lecks pro Stunde in Greater Rifts. Drittens, wir finden die meisten Bloodcharts pro Stunde in Greater Rifts. Und viertens, Greater Rifts machen meiner Meinung nach mit Abstand am meisten Spaß zu farmen. Denn die Monsterdichte ist extrem hoch, viel höher als irgendwo sonst. Und ähm, wir müssen uns um nichts kümmern, wir müssen nichts aufheben, wir können in Ruhe durchfarmen, am Ende droppt der Loot und die Bloodcharts. Die Bonuserfahrung, also zu Punkt 1, wieso machen wir am meisten Erfahrung? Bonuserfahrung zählt in Greater Rifts multiplikativ. Auf Torment wirkt Bonuserfahrung additiv. Ich zeige euch mal ähm, kurz, wie es ist. Wir haben eine Grunderfahrung von 1600. Ja? Den, und ich habe einen roten im helm plus 41. Ihr seht, die Grunderfahrung ist 1600. Ich erkläre es mal ganz, ganz von Grund auf: plus 41. 1641. In Greater Rifts funktioniert es anders, da wirkt dieser Stein zum Beispiel multiplikativ. Wir haben, nehmen wir an, wir haben einen eine Grunderfahrungsbonus von 1600 und der Stein wirkt multiplikativ, das bedeutet mal 1,41, das sind nämlich 41% und sind dann bei 2256 statt 1641. Dadurch machen wir deutlich mehr Erfahrung, nur so bin ich jetzt schon Paragon 550 geworden. Jetzt überlegen wir, wie haben wir es denn sonst immer gemacht? Wir, haben, wir nehmen an, wir sind in einer Vierergruppe und jeder von den vier Spielern hat 10 Trial Keys. Wir wollen 35er Greater Rifts farmen. Wie haben wir es sonst immer gemacht? Wir machen 10 Trials, gehen auf Stufe 35. Wir machen eine Wave 41 dafür immer und haben danach 10 35er Keys. Die farmen wir ab. Ja, einer öffnet die immer, die Leute upgraden ihr Gem oder ihren Key, wie auch immer. Und nachdem wir die 10 gemacht haben, sind wir fertig. Dann haben wir entweder zu hohe Greater Rift Keys oder wir haben unsere Gems, Gems geupgradet. Jetzt gibt es eine coole Methode, wie wir die Zeit, die wir in den Greater Rifts verbringen, maximieren. Und die funktioniert so. Wir stellen uns wieder vor, wir haben die 10 Trials. Jeder von uns, von den vier Spielern, hat 10 35er Greater Rift Keys. Jetzt ernennen wir einen Spieler, sagen wir Spieler A, zum Leader. Der behält seine Keys im Inventar und Stash, seine 1035er Keys. Die anderen drei, Spieler B, C und D, packt alle außer einen, also 935er Keys, auf ein Null-Account. Sodass sie nicht mehr im Stash und Inventar von dem Char sind, mit dem sie farmen wollen. Ihr könnt das machen, wenn jetzt hier 10 35er wären, indem ihr Shift drückt, 9, die auf den Mool packt. Hier, ja, ich wechsle meinen Char, pack den auf Mool, die neun Stück, gehe wieder auf meinen Hauptchar und habe jetzt nur noch einen 35er in meinem Stash und Inventar von dem Char, den mit dem ich farmen möchte. Und das machen drei Spieler. Der eine behält alle in seinem Inventar und Stash. Der Leader Spieler A öffnet jetzt. Das erste ähm, Greater Rift. Alle farmen durch. Wir machen das wie Clearndes. Sagen wir in zwei Minuten. Sind beim Rift Boss und dann gibt es Was machen wir? Der Leader selber, der immer noch die zehn Keys drin hat, Spieler A, der kann jetzt seinen Gem upgraden. Oder seinen Key, wie er will. Sagen wir mal, er upgradet seinen Gem. Die anderen drei Spieler, die nur einen Key haben, die updaten dürfen nur ihren Key upgraden. Die dürfen nicht Gems upgraden. Die müssen ihr Key upgraden. So, das ist der erste Run. Danach hat jetzt der Spieler A, der Leader noch 935er und die anderen haben jeweils einen geupgradeten 35er. Sagen wir, wir haben schnell gemacht und ihr habt auf Level 40 geupgradet. Also, einer hat noch 935er, die anderen drei haben jetzt jeweils einen 40er Key. Spieler A der Leader öffnet jetzt wieder ein 35er und die anderen drei Spieler öffnen jetzt dann dieses 35er mit dem abgeupgradeten Key. Das ist dann ein 40er. Man kann auch der Spieler, der das Greater Rift öffnet, das Level äh, ist auch das Greater Rift, was ihr dann spielt. Und man kann höhere Keys auch für ein 35er Run benutzen. Ne? Und da wird dann der einzige Key, den ihr im Station Inventar habt, genutzt. Vom, von, von der Spielmechanik. Und das ist der 40er. Ihr geht aber runter mit dem 40er auf dem 35er Level. So. Der Leader, ihr farmt die durch. Und so macht ihr das, bis der Leader bei seinem letzten Key angekommen ist. Beim 10. 35er Key. Den muss der, der Leader jetzt auch upgraden. Der darf dann beim letzten Run oder beim letzten Key, den er hat, nicht seine Gems upgraden. Der muss jetzt auch seinen Key upgraden. Da haben... Hat er wieder einen 40er? Dann haben jetzt alle in der Gruppe einen. Also, der Leader hat noch einen 40er und die anderen haben auch jeweils einen 40er. Aber die anderen drei haben jeweils noch 9 35er in ihrem, auf ihrem Müll-Account. So, jetzt wechseln wir den Leader. Spieler B holt jetzt seine neuen Keys vom Müll. Die 9 35er. Und der ist dran. Der öffnet jetzt. Der ist jetzt der Leader, der öffnet jetzt die neuen 35er und ähm, alle anderen Spieler müssen, dürfen nur in Key upgraden. Der Leader, der gerade die neuen Stück öffnet, der darf seine Gems upgraden, bis wieder zum letzten Key. Da muss er sein Key upgraden. Und er macht die neuen durch, ne? Oder, oder ja, neun Und... Ähm, dann upgradet auch der Leader seinen Key und dann ist Spieler C dran. Der holt seine, 35, seine 35er Keys von seinem Mool und es geht wieder, wird wieder durchgecycelt. Ja, bis zum letzten Key, da muss auch der Leader wieder sein Key upgraden und Spieler D ist dran. Holt der seine Keys vom Mool und zeigt wieder durch. Und ihr seht, es müssten dann 37 Runs gewesen sein, die man dann gemacht hat. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, bitte nagelt mich nicht fest. Ich glaube, es müssten 37 gewesen sein. Und aus die ihr aus 10 Trials gemacht habt. Und ja, das ist schon die Methode. Ist ganz einfach. Ist ganz wichtig, dass ihr die benutzt, meiner Meinung nach. Das bedeutet auch, dass ihr euch irgendwie eine gute Vierergruppe sucht, mit denen ihr das auch machen könnt. Und ähm, ja, so könnt ihr viel mehr Zeit in den Greater Rifts verbringen. Ähm, und ich hoffe, ihr habt das verstanden, weil es ist wirklich schwer zu erklären, aber eigentlich ganz einfach, wie so oft bei Diablo. Wenn man es einmal verstanden hat, äh, weiß man, wie es funktioniert. Und ja, es ist halt ganz wichtig, dass wir die Zeit maximieren, ich habe es jetzt mehrfach gesagt, die wir in Greater Rifts verbringen beim Speed Farming. Ähm, ich hoffe... Ihr könnt dadurch äh, auch so schnell leveln wie ich. Und wir sehen uns im Stream. Macht's gut.